Hüslop uncut. Schönen guten Tag. Das Gefühl, im falschen Körper geboren worden zu sein, sorgt bei Betroffenen mitunter für großen Leidensdruck. Wie entsteht dieses Empfinden und was kann dagegen getan werden? Über das Thema Transgender spreche ich mit meinem heutigen Gast. Er ist Jugendpsychiater und Oberarzt an der Uniklinik München. Herzlich willkommen, Dr. Alexander Korte. Schönen guten Morgen, Herr Hüslop. Herr Dr. Korte, wir unterhalten uns heute mal über das Thema Transgender, wobei da zwei Begrifflichkeiten immer fallen. Das eine ist Transgender, das andere ist Transsexualität. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass ganz viele Leute nichts mit diesen beiden Begrifflichkeiten so in die Tiefe gehend anzufangen wissen. Vielleicht mal zum Anfang die Frage, wo ist denn da eigentlich der Unterschied? Gibt es da überhaupt einen? Den gibt es sehr wohl und das ist auch Teil des Problems, das mal vorauszuschicken. Das müssen wir uns jetzt also der Reihe nach anschauen. Transgender oder auch transident oder ähnliches, das gilt es festzuhalten, das sind keine medizinisch-wissenschaftlichen Begriffe, sondern eher Beschreibungen, Selbstkategorisierungen, die einem szenetypischen Alltagsdiskurs entnommen sind. Zur Bezeichnung von krankhaften Zuständen eignen die sich aber nicht. Auch deshalb nicht, weil es keine Verknüpfbarkeit gibt mit medizinischen Klassifikationssystemen, wo Diagnosen, medizinische Diagnosen als solche aufgeführt sind und ganz klar die diagnostischen Kriterien formuliert sind. Ärzte, Ärztinnen, Psychologinnen, Psychologen verwenden heute korrekterweise etwas allgemeiner den Begriff der Körpergeschlechtsinkongruenz. Und was heißt das? Was bezeichnet das? Das beschreibt die Nichtübereinstimmung des geschlechtsbezogenen Identitätsgefühls. Das ist immer eine subjektive Einordnung mit den objektiv gegebenen biologisch-anatomischen Merkmalen eines Menschen und dass sich daraus ergebende Diskrepanz erleben oder die daraus resultierende Spannung, die brutal sein kann. Das heißt also, momentan wird ja sehr häufig, also gerade wenn es um beispielsweise, es gibt ja ganz viele Transgender-Teilnehmerinnen im Fernsehen mittlerweile, Germany's Next Topmodel oder es gibt Schauspielerinnen, dann ist der Begriff Transgender eigentlich so eher, ich sag mal, fachlich unsauber oder wie muss ich das verstehen? Naja, es ist ein von mir gar nicht verwendeter Begriff oder seriöserweise von Medizinern, so sollte es eigentlich sein, nicht zu verwendender Begriff, weil es ein Sammelsurium ist und dem Erfordernis, dass in diesem sehr heterogenen Spektrum eine Differenzierung Not tut, nicht gerecht wird. Ich hatte es schon gesagt, korrekterweise ist zu sprechen von Geschlechtsinkongruenz. Also das ist natürlich jetzt die Perspektive des Mediziners oder Wissenschaftlers. Wenn dieses Inkongruenzerleben, was ich vorhin beschrieben habe, mit einem klinisch signifikanten Leidensdruck einhergeht, dann ist die heute geläufige und allein zulässige Beschreibung Geschlechtsdysphorie. Und Transsexualität, Sie haben das ja vorhin schon genannt, das ist nun die extremste Ausprägung einer Geschlechtsdysphorie. Oder eine Geschlechtsdysphorie, die mit einem ganz erheblichen, kaum beschreibbaren Leidensdruck einhergeht. Und wir wissen, dass die davon Betroffenen, also die Menschen mit einem transsexuellen Wunsch, dauerhaft ihren Leidensdruck, nach dem, was die bisherige Forschung dazu ergeben hat, nur überwinden können durch die Einleitung körperverändernder, geschlechtsangleichender Maßnahmen, jeweils immer in Verbindung mit einer begleitenden Psychotherapie. Jetzt sprechen Sie von der Dysphorie. Wie entsteht die denn eigentlich genau? Was weiß man da? Also wir gehen heute davon aus, dass
sowohl die Entstehung als auch die Aufrechterhaltung dieser Dysphorie ein multifaktorielles Geschehen ist. Was bedeutet das? Dass unterschiedliche Bedingungsfaktoren zusammenwirken. Sie werden sich vorstellen können, dass das natürlich auch Gegenstand intensivster Forschung ist. Man hat sehr viel Energie darauf verwendet, danach zu schauen, ob es biologische Ursachen gibt, vor allen Dingen eine genetische Prädisposition, also eine erbliche oder erblich bedingte Veranlagung. Ist da aber nur bedingt fündig geworden. Es gibt bislang, bis heute, nicht den ultimativen Nachweis oder Beleg dafür, dass die Entstehung einer Geschlechtsdysphorie oder Geschlechtsidentitätsstörung, wie man das früher auch bezeichnen durfte, vorrangig oder gar ausschließlich neurobiologisch zu erklären wäre. Wir haben es vielmehr zu tun mit einem Zusammenwirken von bestimmten, davon bin ich fest überzeugt, biologischen Prädispositionen, das schon, mit psychosozialen Einflussfaktoren. Das heißt, insbesondere frühkindlichen Erfahrungen, meinem Verständnis nach, meiner Überzeugung nach. Das heißt, das Ganze ist auch das Resultat einer Bindungs- und Beziehung und individuellen Körpergeschichte einer Person, eines Kindes, eines Jugendlichen, whatever. Okay, jetzt mal ein bisschen konkreter. Was sind das dann für Faktoren, die da reinspielen, wenn Sie sagen Ja, ich Bindung? fand das gar nicht, ich fand das gar nicht so inkonkret. Die Entwicklung der sogenannten Geschlechtsidentität oder das sich Einfinden in soziale Geschlechtsrollen, das ist letztendlich das Ergebnis von ganz vielfältigen Erfahrungen, die ein Kind im Laufe des Sozialisationsprozesses und im Laufe seiner sozioemotionalen und psychosexuellen Entwicklung sammelt. Einflüsse, die ausgehen auch von den primären Bezugspersonen, sprich den Eltern, aber weit darüber hinausgehend Einflüsse seitens der Gesellschaft, die individuelle Lernerfahrung des Kindes. Um nochmal auf die Eltern zurückzukommen. Und ich bin sehr vorsichtig damit, das jetzt zu konkretisieren, weil die Konkretisierung immer auch die Gefahr birgt, dass das dann generalisiert wird. Also, dass man fälschlicherweise davon ausgeht, aha, das ist es und das ist jetzt bei allen so. Nee, das ist mitnichten der Fall. Mit Generalisierung ist grundsätzlich das sehr schwierig. Da ist allergrößte Vorsicht geboten. Aus der klinischen Erfahrung heraus würde ich dennoch sagen, dass es auch unbewusste Erwartungen sind der Eltern, die auf das Kind einwirken, das sich dann in einer entsprechenden Richtung entwickelt oder in einer bestimmten Art und Weise verhält, mit bestimmten Reaktionsbereitschaften. Und wenn ich sage unbewusst, ja, dann weist das darauf hin, dass das den Eltern selber eben gar nicht klar ist, dass sie durch unbewusste Signale, die sie senden, im Umgang, in der Interaktion mit ihren Kindern da auch Einfluss nehmen. Das heißt, wir sprechen hier nicht von einer manipulativen Einflussnahme. Die mag es in Einzelfällen auch geben. Das ist aber meiner Erfahrung nach eher die Ausnahme. Also, dass Eltern aus welchen Motiven auch immer, aus egoistischen Gründen ihr Kind in die eine oder andere Richtung lenken wollen. Problematisch finde ich, wenn Eltern, gerade bei kleinen Kindern, diesen einreden, sie
Seien vom anderen Geschlecht, Klammer auf, und dann kommt immer dieses Narrativ, im falschen Körper geboren, ein Narrativ, was ich sehr problematisch finde, Klammer zu. Sie seien vom anderen Geschlecht, nur weil sie sich verhalten wie ein Kind vom anderen Geschlecht. Was sehr davon abhängt, welchen Geschlechtsrollen, Stereotypien ich mich auch unterwerfe. Machen wir doch mal ein konkretes Beispiel. Also wenn ich jetzt Elternteil bin und wenn ich jetzt plötzlich merke, mein Bub, der guckt sich auch mal gern die Barbie-Puppen an, und ich bin jetzt jemand, der sagt, nee, Jungs haben nicht mit Barbie zu spielen, die haben gefälligst Fußball zu spielen oder sowas, dann in dem Fall nehme ich ja eigentlich schon Einfluss drauf, oder? Ja, das wäre insofern, das ist richtig, es ist nur insofern ein schlechtes Beispiel, weil das wäre dann entsprechend der repressiven Geschlechtsrollenstereotypien der Gesellschaft, wie ein Junge zu sein hätte. Dann geben Sie ein besseres. Naja, das ist ja nur die Verkehrung ins Gegenteil von dessen, was ich gerade so versucht habe anzudeuten, auszuführen. Na, ich weiß nicht ganz, was Sie jetzt von mir wollen. Was Sie für, also wenn Sie sagen, Sie möchten ein Beispiel haben. Sie haben gesprochen von wahrscheinlich unbewussten Einflussnahme von Eltern auf ihr Kind, um gewissen Rollen zu entsprechen. Oder auch, um zu sagen, nee, du musst den Rollen gar nicht entsprechen, weil ich verorte jetzt bei dir zum Beispiel, ich finde, du bist jetzt eher ein Mädchen als ein Junge oder sowas. Also in dem Moment nimmt man ja im Prinzip schon Einfluss drauf, in welche Richtung sich der Nachwuchs entwickelt. Das ist richtig. Oder glaubt, entwickeln zu müssen. Es ist so ein bisschen jetzt aus dem Zusammenhang gegriffen. Ich habe ja viel mehr deutlich gemacht oder ja, hervorheben wollen, dass es eben nicht den einen Faktor gibt, sondern dass es immer ein Zusammenwirken ist, eine multifaktorielle Genese. Deswegen tue ich mich jetzt vielleicht auch ein bisschen schwer damit, so konkrete Beispiele zu benennen. Ja. Frage mal andersrum, wann merken eigentlich Betroffene, dass da irgendwas nicht so ganz übereinstimmt? Dass ich selber vielleicht einer Rolle nicht entspreche, die von mir erwartet wird? Ja, das ist unterschiedlich und genau diese Frage ist auch weiterhin Gegenstand einer kontroversen Diskussion. Ich persönlich bin davon überzeugt und zwar infolge meiner klinischen Erfahrung, dass diejenigen Personen, bei denen tatsächlich eine transsexuelle Entwicklung vorliegt, also eine Geschlechtsidentitätstransposition, die so ausgeprägt ist, dass es gerechtfertigt ist, tatsächlich von einer Transsexualität zu sprechen, dass diese Personen, das berichten die ja anamnestisch, schon sehr früh in ihrem Leben festgestellt haben. Also der klassische Rapport wäre eigentlich, soweit ich zurückdenken kann, immer schon hatte ich dieses Inkongruenzerleben in frühester Kindheit, schon im Kindergarten, spätestens in der Grundschule hatte ich das Gefühl, das passt für mich nicht, das stimmt so nicht. Was ich an der Stelle einräumen muss, dass ich die Phänomenologie, also das Erscheinungsbild der Patienten, die heute vorstellig werden, in der letzten Zeit, das heißt in den letzten 5 bis 10 Jahren, ganz entscheidend verändert hat. Insofern, dass wir heute deutlich häufiger insbesondere Jugendliche sehen, die das so nicht berichten, sondern die beschreiben, naja, mein Erweckungserlebnis hatte ich eigentlich gerade mal vor 3 Monaten oder vor einem Jahr, als ich nämlich einen Bericht gesehen habe im Fernsehen und plötzlich fiel es mir wie Schuppen von den Augen, ich bin trans. Das heißt, die haben ein transsexuelles Coming-out ohne eine vorangegangene Geschichte geschlechtsdysphorischen Empfindens bereits während der Kindheit.
So, genau bei dieser Gruppe, die ich zahlenmäßig noch nicht genau quantifizieren kann, will sagen, von denen ich nicht genau sagen kann, wie viel Prozent machen die jetzt aus. Bei dieser Gruppe habe ich aber erhebliche Zweifel, dass es sich tatsächlich um eine transsexuelle Entwicklung handelt. Die haben eine Geschlechtsdysphorie. Ja, hinter dieser Geschlechtsdysphorie steckt ursächlich aus meiner Sicht häufig aber etwas anderes. Die zeichnen sich dadurch aus, dass in der Vorgeschichte ganz andere psychische Probleme, Konflikte, Entwicklungsdefizite, Entwicklungsschwierigkeiten dem Ganzen vorausgingen oder auch berichtet werden von den Betroffenen selber oder von den Bezugspersonen, sprich von den Eltern. Und ich finde es hier naheliegend, dass die Idee, ich bin trans, bei diesen Jugendlichen auch eine Art Lösungsversuch sein kann für ganz andere Probleme. Also in dem Sinne, dass die der illusionären Annahme sind, wenn ich doch nur meine Geschlechtsrolle wechsle, dann lösen sich automatisch auch all die anderen Probleme. Das ist aber mitnichten realistisch, dass das passiert. Jetzt haben Sie gesagt, Sie haben einen Anstieg bemerkt, von solchen Jugendlichen wahrscheinlich vor allem, in den letzten Jahren. Was glauben Sie, woran liegt das? Auch da glaube ich, dass das ein Zusammenspiel von mehreren Faktoren ist, was dazu geführt hat. Das spielt sicherlich eine Rolle, dass es heutzutage nicht zuletzt aufgrund der flächendeckenden Verbreitung des Internets sehr viel mehr Informationen zu dem Thema gibt, die auch abgerufen werden natürlich, was ja per se erstmal nicht schlecht ist. Ich sehe das aber auch kritisch, weil das höchstwahrscheinlich auch dazu führt, dass die Zahl der Selbstdiagnosen deutlich angestiegen ist. Eben auch bei Kindern und vor allen Dingen Jugendlichen und konkret einer vulnerablen Gruppe von Jugendlichen, die sich dadurch angesprochen fühlen und die in der Tat auch ein Problem haben und ein damit einhergehender Leidensdruck, die aber ja mit diesem Angebot trans jetzt auch auf eine Identifikations Schablone treffen und die für sich hernehmen, obwohl das ihrem wirklichen Problem nicht gerecht wird. Jetzt, wenn ich an der Das Stelle ganz kurz einhaken darf, jetzt ist ja die Sache die, dass es ja Möglichkeiten gibt, um mal auf die, ich sag mal, auf die Behandlung gerade mal kurz zu schwenken. Es gibt ja zum Beispiel Möglichkeiten, angleichende Operationen, Hormongaben und so weiter. Wir werden gleich noch darüber sprechen, aber um ganz kurz dabei zu bleiben, wenn das nicht die Ursache des Problems dieser jungen Menschen ist, dann wird man ihnen damit ja auch nicht helfen können, oder? Ja, das sehe ich so, absolut. Sie haben jetzt, wenn wir vielleicht doch noch mal kurz dabei verweilen, Sie haben jetzt einen weiteren Aspekt benannt, der aus meiner Sicht von Relevanz ist, dafür zu erklären, warum denn die Zahl der Neuvorstellungen so nach oben gegangen ist. Ich gehe davon aus, dass es auch das Angebot neuartiger Behandlungsmethoden ist, die zu einer Prävalenzzunahme, also Häufigkeitszunahme führt. Das heißt, wir haben es ja auch zu tun mit dem Phänomen der angebotsinduzierten Nachfragesteigerung. Das Ganze immer in Verbindung auch mit bestimmten gesellschaftlichen Veränderungen oder Veränderungen der Rahmenbedingungen innerhalb der Gesellschaft.
Ich glaube, dass man eine solche Entwicklung, dieses Phänomen der exponentiell nach oben steigenden Kurve von neu diagnostizierten Patienten nur begreifen kann, wenn man sich vor Augen führt, was gibt es insgesamt für gesellschaftliche Trends oder wodurch zeichnet sich die Kultur in unserer Gesellschaft, die sich wandelnde Kultur gerade eben auch aus. Das wird an der Stelle jetzt nicht unkomplizierter, wenn man das auch unter diesem Blickwinkel betrachtet. Also diese Perspektive, das wäre im weitesten Sinne eine kulturwissenschaftliche Perspektive mit in die Überlegungen einbezieht. Aber wir sehen uns ja insgesamt in unserer Gesellschaft konfrontiert mit der Tendenz zur Grenzüberschreitung und der Spektrumserweiterung. Zum Beispiel. Naja, denken Sie an die Globalisierung, die Grenzüberschreitung der Finanzmärkte seit mittlerweile ein, zwei Jahrzehnten. Also da ließen sich vielfältige Beispiele bringen. Ich habe mich konkret beschäftigt mit Veränderung des Angebots von Pornografie im und gerade über das Internet. Auch da findet sich eine enorme Erweiterung des Spektrums im Vergleich zu dem, was früher im Angebot war. Also früher, das heißt zu Zeiten der VHS-Videokassette oder noch früher, wo das Ganze nur vorlag in Form von Printmaterialien. Was hat sich da verändert? Dass sich die sexuellen Inszenierungen in der Pornografie mehr und mehr verschoben haben, auch in die Randbereiche menschlicher Sexualität. Will sagen, dass es deutlich mehr Anschauungsmaterial gibt für sexuelle Präferenzbesonderheiten, um es mal wertneutral zu formulieren. Das heißt, Paraphilien. Früher hat man gesagt, Perversion oder perverse Sexualpräferenz. Das ist ein ganz anderes Thema. Sie wollten nur ein Beispiel für Trends und Tendenzen in unserer Gesellschaft. Gehen wir mal Eine zurück. andere, Ja. vielleicht um das noch gleich loszuwerden, eine andere Tendenz, die ja unübersehbar ist, ist die herausragende Bedeutung, die gerade unter jungen Menschen in unserer Zeit dem Thema Identität beigemessen wird. Es gibt geradezu eine Fetischisierung von Identität. Und das finden Sie auch wiederum in verschiedenen Bereichen der Gesellschaft, der Politik. Es gibt sowas wie eine identitäre Bewegung. Da geht es letztendlich auch um die Frage der Identität, um nationalstaatliche Identität. Aber da erleben wir ja gerade, oder seit ein paar Jahren ein Rollback hin zur Rückbesinnung auf Nationalismen mit den entsprechenden Begleitphänomenen der Fremdenfeindlichkeit, des Rassismus, der Ausgrenzung, das Wiedererstarken von Rechtsextremismus. Das mag jetzt vielleicht erstmal verwirren. Also in dem Sinne, was redet der denn da? Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Fakt ist, da gibt es eine Analogie. Auch da geht es um Identität. Wenn Sie sich die sozialen Netzwerke anschauen, Facebook, Instagram und so weiter, da gewinnt die Frage der Identität, wer bin ich, wie und wo oder als wer verorte ich mich, auch eine ganz große Bedeutung. Und jetzt konkret und um den Bogen zurückzuschlagen, bezeichnenderweise bietet Facebook seinen Nutzern,
ich weiß es jetzt nicht ganz genau, 50 oder 60 Kategorien zur Selbstbeschreibung an, wohlgemerkt ausschließlich bezogen auf Geschlechtlichkeit oder Geschlechtsrollen, wie auch immer. Das heißt, diese ganze Auseinandersetzung, dieses ganze Thema mit Identität und das dem offensichtlich zugrunde liegende Bedürfnis vieler Zeitgenossen, alle wissen zu lassen, wie ist jetzt meine Identität? Das hat einen enormen Aufwind bekommen in den letzten Jahren. Und es wundert mich, dass jetzt insbesondere bei Angehörigen der jungen Generation solche Trends und Tendenzen besonders durchschlagen. Also wenn ich da ganz kurz einhaken darf, mich verwirrt es relativ wenig. Ich bin mir sicher, auch viele Zuschauer nicht, weil vor ein paar Monaten hatte ich ein Gespräch mit Dr. Sandra Kostner. Da hatten wir uns unterhalten über Identitätspolitik und wie der Identitätsbegriff immer mehr so in den Mittelpunkt rückt, ob das jetzt Herkunft ist, ob das jetzt Geschlecht ist, ob das jetzt religiöse Zugehörigkeit, was auch immer ist. Also die Frage, was bin ich, wer bin ich so ungefähr, dass das so ein ganz zentraler Kern auch ist. Insofern irritiert es mich jetzt wenig, dass das natürlich auch beim Thema Geschlecht in den Mittelpunkt drückt. Aber kommen wir doch mal zurück, Herr Dr. Korte, zum Thema, wie behandelt man eigentlich Menschen, die das Gefühl haben, dass mein eigenes Empfinden, sage ich mal, und mein Körper nicht zusammenpassen? Welche Möglichkeiten haben wir da? Gut, jetzt wird es aber wieder kompliziert, weil genau diese anfangs geforderte Binnendifferenzierung, die ist zunächst mal Conditio sine qua non. Also das muss ich mir erstmal klar machen. Oh, an der komme ich nicht vorbei. Das ist wichtig, nicht alles in einen Topf zu werfen. Das fängt schon damit an, dass ich zunächst mal überlegen muss, ja, wer braucht denn überhaupt eine Behandlung? Das ist in unserem Land oder in unserem Gesundheitssystem sozialrechtlich ganz klar geklärt. Da gibt es entsprechende Grundsatzurteile des Bundessozialgerichtshofs, dass eine Behandlung, sprich die Inanspruchnahme von Gesundheitsdienstleistungen, überhaupt nur dann in Frage kommt, wenn ein Leidensdruck besteht. So, das grenzt die Zahl derjenigen, die wirklich einer medizinischen Behandlung bedürfen, respektive einen Anspruch darauf haben, von vornherein schon mal ganz erheblich ein. Deswegen war mir das am Anfang so wichtig, eine Begriffsklärung vorzunehmen. Und ich kann eben in dem Zusammenhang nicht von Transgender sprechen, sondern ich muss sagen, na, also Patienten jedweden Alters mit Geschlechtsdysphorie. Und für angemessen bzw. für zwingend erforderlich halte ich hier ein altersdifferenziertes Vorgehen. Ich will sagen, ich kann kleine Kinder und auch Jugendliche natürlich nicht in der gleichen Weise behandeln wie volljährige Erwachsene. Die allermeisten Patienten, und das gilt jetzt tatsächlich aber für alle Altersstufen, sofern sie denn einen Leidensdruck haben, wobei das impliziert ja auch das Wort Patient, und ich bleibe ganz bewusst bei Patienten und nicht bei Behandlungssuchenden. Die allermeisten Patienten dürfen zunächst mal profitieren von einer psychotherapeutischen Behandlung. Was hat die für einen Zweck oder was verfolgt die für ein Ziel? Dieses Inkongruenzerleben zu lindern und den Patienten dabei zu begleiten, sich mit den je unterschiedlichen individuellen Ursachen für dieses Inkongruenzerleben kritisch auseinanderzusetzen. Das heißt, in einem Prozess der Selbstreflexion einzutreten. Das geht naturgemäß mit kleinen Kindern auch nur bedingt und erheblich besser mit Jugendlichen, je älter und differenzierter die sind in ihrem Denken, in ihrer Wahrnehmung. Ziel ist es jetzt nicht, die Betroffenen umzupolen oder ihnen das auszureden. Zumindest ist es nicht in erster Linie das Ziel, sondern diesen Prozess der Selbstreflexion ausgangsoffen zu begleiten. Also eben nicht manipulativ Einfluss zu nehmen. Nicht dem Patienten etwas aufzuoktroyieren und sie vom Gegenteil zu überzeugen.
So, Sie merken schon, dass ich da jetzt auch viel Zeit drauf verwandt habe, weil das für mich erstmal sehr stark im Vordergrund steht. Bei Kindern, bei Jugendlichen, bei Erwachsenen. Und jetzt hatte ich ja anfangs auch diese Differenzierung vorgenommen, der unterschiedlichen Schweregrade von Geschlechtsdysphorie. Ausschließlich bei einer Subgruppe von Betroffenen, bei denen diese Geschlechtsdysphorie besonders stark ausgeprägt ist, steht überhaupt in Frage, mit ihnen gemeinsam darüber nachzudenken, ob die Veränderung ihres Körpers durch entsprechende somatomedizinische, also körpermedizinische Behandlungsmaßnahmen eine Option darstellt. Sie merken jetzt auch an dieser defensiven Formulierung meine Zurückhaltung. Weil das für mich, und das sage ich ganz direkt und bekenne das auch sehr offen, immer nur eine Ultima Ratio darstellt. Heißt, wenn nichts anderes mehr geht. Und dann für den Teil der Betroffenen, die dann übrig bleiben oder bei denen sich das so darstellt, ist das tatsächlich aber auch medizinisch indiziert, weil wir eben wissen, dass deren Leidensdruck, der enorm ist, sich dauerhaft nicht anders effektiv behandeln lässt, ohne dass sich eben auch eine Angleichung ihres Körpers an das subjektive Identitätsempfinden auf den Weg bringe. Das ist ja etwas sehr Besonderes und sehr Spezielles, dass ich ein psychisches Problem, einen intrapsychischen Konflikt und als solchen sehe ich weiterhin dieses Spannungsverhältnis, dieses Inkongruenzerleben, dass ich ein psychisches Problem versuche dadurch zu lösen, dass ich am Körper etwas verändere. Das könnte man jetzt, sollte man auch immer wieder aufs Neue kritisch diskutieren. Bei anderen Konditionen, anderen psychischen Störungen, psychiatrischen Erkrankungen käme man gar nicht auf die Idee, das zu tun. Beispiel die Essstörung, anorektische Essstörung, die Anorexia nervosa, von der ja weit überwiegend Frauen betroffen sind und hier insbesondere junge Frauen, wobei das gibt es auch in allen Altersstufen, am Rande bemerkt. Aber es das heißt eben nicht umsonst Pubertätsmagersucht, weil das Hauptmanifestationsalter ist die Phase der Adoleszenz, die Phase der Pubertät. Sprich, wir reden über Jugendliche. Und bei von einer Magersucht betroffenen Jugendlichen käme ich ja niemals auf die Idee, ihnen Abführmittel oder Appetitzykler zu geben oder Schilddrüsenhormone, mit denen sie ihren Energieumsatz erhöhen können, also mehr Kalorien verbrennen und entsprechend Gewicht verlieren. Der Vergleich ist aber insofern durchaus interessant, weil auch die von einer Anorexie Betroffenen ja brutal leiden unter ihrer Wahrnehmung bzw. Fehlwahrnehmung des eigenen Körpers. Die empfinden sich als zu dick, obwohl objektiv die Grenze des Untergewichts längst schon unterschritten ist. Das ist nur ein Beispiel. Es gibt andere Formen der Körperdysphorie, wo Betroffene eben bestimmte Merkmale, Besonderheiten ihres Körpers nicht akzeptieren können. Das kann man von außen betrachtet ja bisweilen auch nachvollziehen. Also wenn jemand eine objektiv nachvollziehbare Missbildung hat, die sozial stigmatisierend ist, dann versteht man das. Vielfach versteht man es aber auch nicht. Nehmen Sie das prominente Beispiel von Michael Jackson, der
ist immer schwierig, über jemanden zu sprechen, den man gar nicht persönlich kennengelernt hat. Das verbietet sich eigentlich, also ist unprofessionell, aber da besteht ja wohl kaum ein Zweifel, dass der auch unter einer Form der Körperdysphorie gelitten hat zeitlebens und sich dann eben im Laufe der Jahre oder Jahrzehnte immer neuen, immer weiteren vermeintlich ästhetisch-chirurgischen Eingriffen unterzogen hat. Apropos Eingriffe, wenn die Patienten, die zu Ihnen kommen, ich sag mal, hinreichend Leidensdruck haben, dass man sagt, okay, hier hilft nur noch die Operation, hier helfen nur noch Hormonblocker, Hormongaben, das ist ja ein irreversibler Eingriff letzten Endes. Wie werden die Leute da vorher aufgeklärt, dass man wirklich sagt, das ist der Point of No Return? Wenn du die Grenze überschreitest, gibt es kein Zurück mehr. Also, woher weiß man denn wirklich, das sind die Leute, die genau wissen, was sie tun? Ja, vielleicht sollten wir dann erst noch mal kurz skizzieren, wie der Weg denn nun ist oder was das für einzelne Schritte sind, weil Sehr Sie ja gerne. jetzt, Ihr Intro war ja jetzt gleich schon Operation. Also in der Regel ist die erste Maßnahme, die man ergreifen sollte, also über Psychotherapie habe ich schon vieles gesagt, aber dass man dem Patienten empfiehlt, zunächst mal eine sogenannte Alltagserprobungsphase zu durchlaufen. Ich messe dem eine große Wichtigkeit bei. Alltagserprobungsphase bedeutet, dass der Betroffene wirklich vollumfänglich in allen Lebensbereichen in der gewünschten sozialen Geschlechtsrolle lebt und sich ausprobiert. Das heißt, er wird nicht etwa getestet von mir oder von irgendeiner Institution, sondern er testet oder er erprobt sich selber. Das heißt, auch das hat wieder zu tun mit dem Erfordernis der Selbstreflexion. Er setzt sich auch auseinander mit Limitationen, mit bestimmten Grenzen. Einerseits den Grenzen des Möglichen, was die körpermedizinische Angleichung anbetrifft. Andererseits mit den Grenzen, auf die er stößt, weil er feststellen wird, dass in seiner sozialen Umwelt nicht alle applaudieren werden. Beziehungsweise bisweilen das auch auf größtes Missfallen und Ablehnung stößt. Es geht des Weiteren darum, dass er für sich selber einen sehr individuellen Weg findet, sich also Gedanken macht um die jeweils unterschiedliche individuelle Ausgestaltung dieses Lebens in der gewünschten sozialen Geschlechtsrolle. Das ist nämlich mitnichten für alle gleich, weil mitnichten alle dasselbe verstehen unter ich bin eine Frau, ich bin ein Mann. So, also auch auf diesen Zwischenschritt habe ich jetzt wieder einiges an Zeit verwendet, weil der wichtig ist. Wenn wir jetzt über körpermedizinische Maßnahmen sprechen, steht am Anfang immer eine Behandlung mit gegengeschlechtlichen Hormonen. Das heißt, es ist eine Art Substitutionstherapie, weil die gegengeschlechtlichen Hormone naturgemäß natürlich nicht von dem Betroffenen selber produziert werden, zumindest nicht in dem Umfang. Außerdem kann es erforderlich sein, dass die körpereigenen Sexualsteroide, also die eigenen Geschlechtshormone, in ihrer Wirkung supprimiert werden müssen. Das erfolgt zum einen schon oder auch darüber, dass ich eben gegengeschlechtliche Hormone gebe, die zugleich auch dazu führen, dass die Produktion der körpereigenen Hormone runterreguliert wird. Es gibt aber auch Medikamente, die die Wirkung zum Beispiel von Testosteron, dem männlichen Geschlechtshormon, unterdrücken, indem sie nämlich die Rezeptoren, an denen die Hormone anbinden, also nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip hat man alles mal gelernt in der Schule, setze ich mal jetzt voraus, Teil der Allgemeinbildung, dass diese Rezeptoren, diese Andockstellen blockiert werden.
Oder aber im Fall von biologisch weiblichen Betroffenen, dass die Menstruation, die Periodenblutung, die monatliche Regel unterdrückt wird. Das kann ich erreichen bereits durch Einnahme einer bestimmten Form der Pille, reine Gestagenpräparate. Das wäre auch noch mal ein Zwischenschritt. Und gerade letzteres, also die Einnahme einer Gestagenpille, ist eine vergleichsweise milde Intervention. Ist ja klar, also die Pille wird tausendfach, zehntausendfach, hunderttausendfach eingenommen, eben auch von Jugendlichen. So, und dann käme also irgendwann die gegengeschlechtliche Hormoneinnahme, die über eine gewisse Zeit durchgeführt werden sollte, bevor ich dann, wenn der Patient das möchte, das ist auch keineswegs generell für alle Betroffenen erforderlich und wird auch gar nicht von allen gewünscht. Die Frage nach einer Operation, einem chirurgischen Eingriff auf dem Tisch. Da muss man jetzt auch wieder differenzieren. Biologische Frauen drängen erfahrungsgemäß als erstes darauf, dass die Brust entfernt wird, also eine sogenannte Mastektomie durchgeführt wird. Davon zu trennen, davon zu unterscheiden, wären genitalchirurgische Eingriffe, sprich operative Entfernung der primären Geschlechtsorgane, der primären äußeren Geschlechtsorgane, aber auch der inneren. Will sagen, Entfernung von Penis und Hoden, respektive Gebärmutter, Entnahme der Eierstöcke. Der Vollständigkeit halber, was bei einzelnen Personen dann auch noch von Relevanz sein kann, sind Veränderungen speziell im Bereich des Gesichts. Also primär geht es hier um biologisch männliche Betroffene, die sehr maskuline Gesichtszüge haben, infolge des Einflusses von Testosteron, also einen sehr markanten Kieferknochen oder eine sehr ausgeprägte Stirn. Und die eben deshalb sogleich erkannt werden von der Umwelt als ursprünglich biologisch männlich. Ja, nicht nur ursprünglich, das bleiben sie ja. Sie bleiben immer biologisch männlich. Möchten aber ja, und das ist auch nachvollziehbar, das ist zu verstehen, ihr Erscheinungsbild vielfach, auch nicht immer, aber schon meistens der gewünschten sozialen Geschlechtsrolle angleichen. Also möchten wahrgenommen werden, möchten gesehen werden als Frau und nicht gleich erkannt werden als Mann. Ja, Ihre Frage war aber ja, wie werden Patienten darüber aufgeklärt? Naja, notwendigerweise, da gibt es gar nichts zu diskutieren, vollumfänglich. Das heißt, sie müssen in Kenntnis gesetzt werden über sämtliche Wirkungen und Nebenwirkungen und auch über die Risiken, die mit einer solchen Behandlung und speziell mit chirurgischen Eingriffen natürlich verbunden sind. Welche Risiken sind das? Na, die sind so mannigfaltig, wenn ich davon jetzt anfange zu erzählen. Gut, ich kann das jetzt Vielleicht kann man ein paar zusammenfassen. rausgreifen zum Beispiel. Beginnen wir mal. Wir haben übrigens jetzt noch nicht gesprochen, ganz bewusst nicht über die pubertätsblockierende Behandlung. Das ist Müssen wir vielleicht. der nächste Punkt. Keine Bange. Richtig, das müssen wir noch nachholen. Man kauft sich mit einer Hormonersatztherapie immer auch Nachteile ein. Etwas vereinfacht ausgedrückt, die Wirkung der von außen zugeführten künstlichen Hormone ist nicht in allen Punkten dieselbe oder identisch mit dem, was der Körper auf natürlichem Wege so zustande bringt. Ich werde konkret.
Die Sexualhormone, die sind nicht nur wichtig für die Sexualfunktionen, sondern zum Beispiel auch für den Aufbau an Knochensubstanz, die Verdichtung des Knochengewebes. Das ist wahrscheinlich den meisten Zuschauern auch aus einem ganz anderen Zusammenhang geläufig. Ich erwähne das kurz, weil dann kann man es sehr schnell nachvollziehen, denkt sich, ach ja, genau. Frauen mit Eintritt in die Menopause leiden bisweilen unter einem relativen Östrogenmangel und damit einher geht ein erhöhtes Risiko für Osteoporose. Das ist die typische Alterserkrankung, speziell und wesentlich häufiger davon betroffen sind Frauen im Vergleich zu biologischen Männern. Wir wissen jetzt, dass die entscheidende kritische Phase, wo Knochensubstanz aufgebaut wird, das zweite und dritte Lebensjahrzehnt da sind, vor allen Dingen die Phase der Adoleszenz. Kleiner Exkurs, was sich auch als Problem darstellt für anorektische Patientinnen, die aufgrund ihres Untergewichts eben keine ausreichende Östrogenkonzentration mehr aufweisen. Sichtbar werden daran, dass bei ihnen irgendwann die Regel aussetzt, was ja nur ein Anzeichen, ein Indikator dafür ist, dass es keinen Zyklus mehr gibt. Und auch anorektische Patientinnen haben ein deutlich erhöhtes Risiko für Knochenbrüchigkeit und die Entwicklung einer frühzeitigen Osteoporose ihm dann im Alter oder ja. Jetzt zurück zu unserem Thema. Also der Effekt der Einnahme gegengeschlechtlicher Hormone beim Aufbau der Knochensubstanz ist nicht gleich gut, wie wenn man es die Natur machen lassen würde. Und das gilt für beide Geschlechter, für biologische Frauen genauso wie für biologische Männer, die jeweils einen transsexuellen Wunsch haben. Es ist ja bekannt, dass die Einnahme der Pille, der ganz normalen Antibabypille, auch gewisse Risiken birgt im Hinblick auf Entstehung einer Thrombose, also eines Blutgefäßverschlusses, was noch weiter eskalieren kann, dann, also der Thrombus kann sich lösen und das ist dann ein Embolus, das kann zu einer Lungenembolie führen. Eine lebensbedrohliche Erkrankung. Dieses Risiko, auch das Risiko für ja, Arteriosklerose, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ist bei transsexuellen Menschen, die gegengeschlechtliche Hormone einnehmen, erhöht. Es steigt auch, wenn auch nur moderat, das Risiko für die Entwicklung bestimmter geschlechtstypischer Tumoren. Also Krebserkrankung. Ja, das wären Beispiele, wie gesagt, ich kann das jetzt nicht vollumfänglich darstellen. Das Risiko, was mit operativen Eingriffen im Bereich der Genitalien einhergeht, ist noch gravierender. Ganz davon abgesehen, dass sich das vielfach natürlich äußerst nachteilig auf die sexuelle Erlebnisfähigkeit ausweicht, wobei man das ein bisschen differenzieren muss, komme ich vielleicht später noch drauf, sind insbesondere mit den geschlechtsangleichenden Operationen von biologisch weiblichen Betroffenen, die sich entscheiden für eine Penisaufbauplastik, doch ganz erhebliche, gravierende Risiken verbunden, dass es zu Fistelbildungen kommt. Jetzt muss man wahrscheinlich erstmal eine Idee davon auch haben, wie man das denn macht. Also wie kriegt man denn etwas dahin, ein Körperteil sozusagen angenäht, was als solches ja bei biologischen Frauen gar nicht existent ist. Das sind
operative Verfahren, wo von anderer Stelle am Körper, meistens vom Unterarm, ein Hautlappen entfernt wird, der ja tatsächlich aufgerollt wird. Und diese so entstandene, ich meine das jetzt nicht despektierlich, aber mir fällt gerade keine treffendere Bezeichnung ein, diese Wurst wird dann durch aufwendige mikrochirurgische Verfahren, wo dann eben auch natürlich Gefäße und Nerven miteinander verbunden werden müssen, an entsprechender Stelle, sprich im Bereich des Schambeins angepflanzt. Jetzt muss man ja noch das Problem lösen, eine Verlängerung der Harnröhre hinzubekommen, die es ja nicht gibt, die ist ja als solche nicht existent, beziehungsweise die endet eben deutlich körpernäher, also proximal. Normalerweise ist der Ausgang der Harnröhrenöffnung ja oberhalb der Scheide bei der Frau. Und es ist insbesondere diese Verlängerung der Harnröhre durch entsprechende Katheter, die extrem schwierig und komplikationsanfällig ist. Da können sich Fisteln bilden und das erfordert häufig wiederholte Korrektureingriffe. Ganz davon abgesehen kann ein solches, weil ich gerade, ob es korrekt ist, das als Transplantat zu bezeichnen. Jetzt bin ich kein Chirurg, aber der Einfachheit halber bleibe ich mal dabei. Es ist ja ein Autotransplantat. Natürlich im schlimmsten Fall auch absterben. Das heißt, es können sich Nekrosen bilden, also totes Gewebe, weil die Durchblutung eben doch nicht so richtig funktioniert. Jetzt haben Sie schon geschildert, was bei Frau-zu-Mann-Operationen passieren kann. Wie schaut es in einem umgekehrten Fall aus? Biologische Männer. Operationstechnisch ist es deutlich einfacher. Es gibt so diese saloppe Formulierung, dass es einfacher ein Loch zu buddeln als einen Turm zu bauen. Aber es bringt die Sache auf den Punkt. Es ist operationstechnisch deutlich einfacher, eine Neovagina anzulegen. Wie geschieht das? Das muss man sich folgendermaßen vorstellen. Der Penis als solcher wird entkernt. Das heißt, die Schwellkörper werden rausgeschnitten. Es wird ein Einschnitt gemacht in dem Bereich, wo diese Neovagina entstehen soll. Und der Penis wird quasi nach innen gestülpt. Und die Außenhaut des Penis bildet sozusagen die innere Auskleidung der so geschaffenen Neovagina. Die Schwierigkeit ist jetzt die, dass das nicht von alleine dann offen bleibt. Nochmal kurz einen Schritt zurück. Was man erreichen möchte, ist entsprechend dem Wunsch der Betroffenen eine kohabitationsfähige Vagina zu schaffen, sprich ja eine Neovagina, eine Scheide, eine Körperöffnung, mit der die Betroffenen dann auch in Anführungsstrichen ganz normalen pinovaginalen Geschlechtsverkehr haben können. Abgesehen davon, dass sie natürlich eben zunächst mal auch ein Interesse daran haben, dass es äußerlich, dass es von außen betrachtet so ausschaut wie ein weibliches Genital. So, und um diese Neovagina offen zu halten, muss es durch Einführung von letztendlich dildoartigen Gebilden regelmäßig gedehnt werden. Regelmäßig heißt täglich, weil sonst zurrt das zusammen. Und es kommt dann zu einem Ergebnis, was dem Betroffenen eben nicht gefällt, weil er dann damit nichts anfangen kann. Sie werden sich vorstellen können,
dass auch solche Operationen natürlich stets mit dem Risiko verbunden sind, dass sich da irgendwas entzündet, dass es zu Narbenbildungen kommt, zu Strikturen, also ja, mein Gott, Deformation professionell, die Fremdworte, die man als Mediziner immer benutzt und erstmal ja eigentlich erklären sollte. Ja. Also zu Zugeinwirkungen, die auch schmerzhaft sein können, weil da etwas anders verwächst, als ich mir das wünsche. Auch hier muss sich ja etwas an dem Harnröhrenabfluss verändern. Das ist potenziell wiederum komplikationsanfällig. Dennoch sind die Ergebnisse, die erreicht werden können, schon auch bemerkenswert, spektakulär, sodass manchmal von außen betrachtet die Annäherung an das Erscheinungsbild einer wirklichen Vulva sehr gut gelingt. Und es ist sogar möglich, durch eine Verpflanzung der Glanzpenis, das heißt der Eichel, die dann verkleinert wird, ein Gebilde zu schaffen, was der Klitoris der Frau recht nahe kommt. Vom Aspekt und vor allem von der Funktionalität. Der Klitoris ist ja das Analoge zur Glanzpenis. Und vice versa. Warum der Aufwand? Ja, weil das natürlich das Organ oder die Stelle im Bereich des Genitales ist, die sexuell am empfindsamsten ist. Also die sexuelle Erlebnisfähigkeit hängt ganz wesentlich auch von der Funktionsfähigkeit dieser sehr sensiblen Nervenendigungen ab. Jetzt haben Sie schon gesagt, da muss dann täglich, ich sage jetzt mal, geweitet werden. Logiert werden, Ne? geweitet werden. Wie lange muss das denn erfolgen? Ein Leben lang oder eine gewisse Anzahl von Ja, Jahren? ein Leben lang. Jeden Tag. Jeden Tag. Jeden Tag. Ja, gut, da erwischen Sie mich jetzt ein bisschen auf den falschen Fuß, ob das irgendwann auch hinreichend ist, das nur jeden zweiten oder dritten zu tun. Was ich Ihnen, das weiß ich nicht, aber was ich Ihnen ganz sicher sagen kann, dass in den ersten Monaten und Jahren es täglich logiert werden muss. Sehr hilfreich ist natürlich, wenn die Betroffenen regelmäßigen Geschlechtsverkehr haben, weil das ist vom Effekt das Gleiche. Jetzt haben wir vorhin schon den Aspekt Pubertät angesprochen. Wir wollten nochmal drauf zurückkommen. Was ich mir nämlich vorhin schon gedacht habe, als es noch um Hormonblocker ging, da ist dann so ein Zeitaspekt mit dabei. Na, wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich fühle mich eigentlich zum anderen Geschlecht zugehörig, dann ist das ja für mich gerade als junger Mensch, dem die Pubertät noch vorhersteht, der blanke Horror, wenn ich denke, mir läuft die Zeit davon, weil irgendwann setzt die Pubertät ein und dann gibt es vielleicht Veränderungen körperlicher Art, die so nicht mehr rückgängig zu machen sind. Inwiefern ist da, ich sag mal, Gefahr im Verzug? Inwiefern muss man da dann auch aus medizinischer Sicht zeitnah handeln? Ja, vielleicht sollten wir zum Abschluss dessen, was wir gerade besprochen haben, nochmal deutlich hervorheben oder markieren, dass solche operativen Eingriffe zur Geschlechtsangleichung überhaupt erst in Frage kommen bei volljährigen Patienten. Und jetzt, genau, reden wir über ein anderes Thema, nämlich die pubertätsblockierende Behandlung, die weiterhin sehr umstritten ist. Man muss vielleicht zunächst erstmal erläutern, worum es dabei geht, was Pubertätsblocker überhaupt darstellen. Streng genommen sind das eben keine Hormone, aber hormonähnliche Substanzen, die in einem bestimmten Bereich des zentralen Nervensystems, nämlich im Bereich der Hirnanhangsdrüse, die Ausschüttung von körpereigenen Botenstoffen blockieren, die als Taktgeber der Pubertät funktionieren. Das ist das Prinzip.
dass also diese körpereigenen Hormone, LH-FSH heißen die, dass die eben nicht mehr ausgeschüttet werden. Und das führt dann sekundär in einem zweiten Schritt dazu, dass in den Gonaden, das heißt in den Hoden beim biologischen Jungen, in den Eierstöcken beim biologischen Mädchen, nicht mehr die eigentlichen Sexualhormone produziert werden, beziehungsweise ausgeschüttet werden. Und das wiederum führt dazu, dass die reifebedingten körperlichen Veränderungen während der Pubertät, dass die blockiert werden und nicht mehr vonstatten gehen. So funktioniert das. So, jetzt muss ich nochmal Ihre Die Frage. Frage nach der zeitlichen Nähe, ich sag mal Patientenvorstellung, Ja. Pubertät absehbar, Behandlung, Fragezeichen. Also in der Frage der Pubertätsblockade habe ich mich, und zwar stellvertretend auch für meine Fachgesellschaft, sehr eindeutig positioniert. Wir lehnen das ab, halten eine solche Behandlung bei dieser Indikation, also bei dieser Gruppe von Patienten, aus diesem Grunde, die Pubertätsblocker werden nämlich eigentlich ganz woanders auch eingesetzt, für nicht vertretbar. Aufgrund bislang noch nicht vollständig kalkulierbarer, damit verbundener Risiken. Andernorts wird das gemacht, wird das also als ein probates Mittel ja, nahezu beworben, mit dem Argument, dass das zu einer sofortigen Beseitigung des Leidensdruckes führen würde. Und diese Pro-Argumente, die müssten wir jetzt der Genauigkeit halber aber Punkt für Punkt eigentlich durchgehen und auf Stichhaltigkeit prüfen. Gehört zu. Gerade diese Begründung überzeugt mich zum Beispiel nicht, weil es auch Studien gibt, die darauf hinweisen, dass die Unzufriedenheit der Jugendlichen mit ihrem Körper nach Einnahme der GnRH-Analoga eher noch gestiegen ist. Warum? Weil sie realisiert haben, dass sich ihre altersgleichen Peers in dieser Altersphase eben weiterentwickeln. Also die durchlaufen die Pubertät, während sie selber in einem kindlichen Körper gefangen bleiben. Natürlich ist das zunächst mal, insofern klingt es ja auch nachvollziehbar, entlastend, wenn ich mich nicht entwickeln möchte Richtung Vermännlichung als biologischer Junge, respektive in Richtung Verweiblichung als biologisches Mädchen. Die Untersuchung speziell dazu, die in England am Tavistock Center vorgenommen wurden, oder die Evaluation dieses Experiments, was dort erfolgt ist, Vergabe von Pubertätsblockern an geschlechtsdysphorische Kinder, ich spreche von Kindern, weil es waren eben meistens Betroffene in der frühen Adoleszenz, 13, 14, ja 14 von rechts wegen würde man dann von Jugendlichen sprechen, hat eben ergeben, dass speziell bei den so behandelten Mädchen der Anteil derer, die sich selbst verletzt haben, gestiegen ist. Der Anteil derer, die emotionale und Verhaltensprobleme berichtet haben, unter Einnahme von GnRH-Analoga gestiegen ist. Und der Anteil derer, die diese Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper zum Ausdruck gebracht haben, auch gestiegen ist. Das heißt, hier kann mitnichten von einer sofortigen Reduktion des Leidensdrucks gesprochen werden. Also das nur mal zur Relativierung dieses ersten Arguments. Das zweite Argument, was angeführt wird, ist immer, dass Zeit Gewonnen ja, wird. gewonnen werden könne, um die Persistenz, also das zeitliche Überdauern dieses gegengeschlechtlichen Identitätsempfindens zu überprüfen. Das ist aber auch nicht haltbar, insofern die Studien eindeutig belegen,
dass diejenigen Kinder oder Adoleszenten, die mit Pubertätsblockern behandelt werden, zu annähernd 100% sich dann in einem zweiten Schritt auch für die Einnahme gegengeschlechtlicher Hormone entscheiden. Dass das so ist, wird von denjenigen Zentren, die eine solche Behandlung nach dem sogenannten Dutch Protocol, deswegen, weil das von einer holländischen Arbeitsgruppe entwickelt wurde, die eine solche Behandlung befürworten und bei einer substanziellen Anzahl von Patienten auch durchführen, nicht bestritten. Die sagen, naja, das hängt damit zusammen, dass wir so zuverlässig die richtigen ausgewählt haben. Dass die Patienten, die wir so behandelt haben, tatsächlich diejenigen waren, bei denen eine genuin transsexuelle Entwicklung vorliegt. Ich halte dem entgegen, also die Fehlerwahrscheinlichkeit von null gibt es eigentlich in der Medizin nicht. Das lehrt uns die Statistik. Sehr viel wahrscheinlicher ist es, dass ich mit einer solchen Behandlung Einfluss nehme. Iatrogen, das heißt ärztlicherseits, eben durch die GnRH-Analoga, die Betroffenen ausschließlich affirmativ darin bestätige, dass das der einzige Weg ist, die einzige ihnen offenstehende Option darstellt. Das für sich genommen ist für mich alleine schon ein wichtiges Argument gegen eine solche Behandlung, dass ich eben nicht ausschließen kann, dass ich darüber von außen Einfluss nehme auf den Prozess der weiteren psychosexuellen Entwicklung. Hatte gerade eine Sache noch im Hinterkopf. Naja, etwas allgemeiner formuliert, wir wissen nicht, was diese GnRH-Analoga anrichten, auch und gerade im Gehirn, im Bereich des zentralen Nervensystems. Es gibt erste ernstzunehmende Hinweise, dass es, wie auch nicht anders zu erwarten wäre, durchaus bestimmte Hirnfunktionen dadurch beeinflusst, respektive negativ beeinträchtigt werden. Die Datenlage ist dünn und ich würde jetzt im Gegenzug auch nicht sagen, es ist längst erwiesen, dass. Nein, aber es gibt dennoch erste Untersuchungen, die uns hier zu größter Vorsicht und Zurückhaltung mahnen. Es gibt tierexperimentelle Befunde. Es gibt Erfahrungen, wie sich eine solche Behandlung auswirkt auf die Entwicklung bestimmter kognitiver Funktionen. Und ganz davon abgesehen oder darüber hinausgehend folgende grundsätzliche Schwierigkeit, dass nämlich eine pubertätsblockierende Behandlung, wenn sich daran eine gegengeschlechtliche Hormonbehandlung anschließt, unweigerlich zu einem Verlust der Reproduktionsfunktion führt. Sprich, die so behandelten Individuen sind dauerhaft fortpflanzungsunfähig, die werden infertil. Das muss ich vielleicht auch wieder ein bisschen ausführlicher erläutern. Und wenn wir zunächst mal jetzt auf erwachsene Menschen schauen, die sich dazu entscheiden, gegengeschlechtliche Hormone einzunehmen, dann ist das wie folgt. Biologische Frauen, die Testosteron einnehmen, die verändern sich natürlich. Also deren Körper vermännlicht innerhalb relativ kurzer Zeit, kommt es zu einer Veränderung der Körpermorphologie. Die kriegen ein Bart, die Stimme wird dunkel und das Ganze meist schon innerhalb von wenigen Monaten. Die können aber Testosteron auch über Jahre einnehmen und dennoch, wenn sie das denn wünschen oder wollen würden,
ein eigenes Kind bekommen. Dazu müssen sie die Hormone absetzen. Will sagen, das Testosteron führt nicht notwendigerweise dazu, dass sie ihre Fortpflanzungsfähigkeit verlieren. Bei biologisch männlichen Personen, die Östrogenpräparate einnehmen, ist das ein bisschen anders. Insofern, als dass das Östrogen bei denen dazu führt, dass das Hodengewebe atrophiert, das heißt, das Hodengewebe wird zerstört und die sind dann auch dauerhaft fortpflanzungsunfähig. Für beide Geschlechter gilt aber, wenn der gegengeschlechtlichen Hormoneinnahme eine GnRH-analoger Behandlung vorausgegangen ist, dass dies dazu führt, dass die so behandelten Personen gar nicht erst fortpflanzungsfähig werden und sie sind dann dauerhaft, also auf ewig, infertil. Das ist unter medizinethischen Gesichtspunkten schon auch ein ganz wichtiger Punkt und ein gravierendes Kontraargument. Zumal auch unsere Rechtsprechung es Eltern von minderjährigen Kindern eigentlich verbietet, dass die Eltern in Behandlungen einwilligen oder darüber entscheiden, dass an ihren Kindern Eingriffe vollzogen werden, die sie dauerhaft fortpflanzungsunfähig machen. Das ist das sogenannte Kastrationsgesetz oder Kastrationsschutzgesetz, müsste es eigentlich heißen, das in Deutschland, wie viele sich vielleicht gleich denken werden, auch historische Gründe hat. Stichwort Eugenik im Dritten Reich, in der Zeit des Nationalsozialismus. Entsprechende Rechtsvorschriften finden sich auch im bürgerlichen Gesetzbuch, Paragraph 1631c. Für diejenigen, die es interessiert, die können das nachlesen. Damit nicht genug. GnRH-Analoger führen hochwahrscheinlich dazu, dass die so Behandelten, die dann später gegengeschlechtliche Hormone einnehmen, deutliche Beeinträchtigungen ihrer sexuellen Erlebnisfähigkeit in Kauf nehmen müssen. Auf den Punkt gebracht, die so behandelten Menschen haben ein deutlich erhöhtes Risiko, ihre Orgasmusfähigkeit zu verlieren. Auch etwas, was natürlich in die vollumfängliche Aufklärung der Patienten und der Eltern unbedingt eingebracht werden muss, wenn es darum geht, einen informed Consent zu erreichen. Ich bezweifle aber, dass das regelhaft geschieht. Es ist auch schwierig, speziell einem frühadoleszenten Mädchen das zu erklären, weil ein gewisser Prozentsatz von Mädchen in dem Alter noch überhaupt keine Idee davon hat, was ein Orgasmus ist. Das wissen wir aus entsprechenden Befragungen oder Untersuchungen von Kindern in dem Alter. Bei den Jungs ist es ein bisschen anders. Die haben, und darin unterscheiden sich die beiden Geschlechter eben fundamental, frühzeitiger erste Orgasmuserfahrung. Also auch hier wieder Vorsicht mit Generalisierung. Das heißt nicht, dass nicht Mädchen unter Umständen auch schon im ersten Lebensjahrzehnt solche orgiastischen Erlebnisse gehabt haben können. Das gibt es durchaus auch. Aber es ist eben nicht generell bei allen Mädchen so und auch nicht generell bei allen Jungen. Lassen Sie uns mal ein bisschen über, weil wir jetzt schon die ganze Zeit über Mädchen und Jungs sprechen. Gibt es denn eigentlich, wenn man sich die Verteilung anschaut, gibt es denn da eine Auffälligkeit, dass man sagt, zum Beispiel mehr Jungs oder mehr Mädchen sagen, ich fühle mich in meinem Körper, in meinem Geschlecht nicht wohl? Ja, die gibt es. Und da gibt es eben eine sehr bemerkenswerte, sehr deutliche Veränderung über die Jahre hinweg, für die wir noch keine Erklärung haben. Ich beziehe mich auf die Umkehrung der Sex-Ratio, das heißt des Verhältnisses der betroffenen biologischen Jungen zu betroffenen biologischen Mädchen. Das war traditionell über Jahre und Jahrzehnte immer so, dass
insbesondere im Kindesalter, der Anteil der Jungen deutlich höher war, wofür es auch bestimmte Erklärungen gibt. Aber das lasse ich mal kurz außen vor. Im jugendlichen Alter glich sich das dann ein wenig an. Das heißt, die Zahl der Mädchen mit einem transsexuellen Wunsch hat dann stetig zugenommen, ohne dass aber das Niveau der betroffenen biologisch männlichen Personen erreicht wurde. Will sagen, es gab in allen Altersstufen immer mehr biologisch männliche, die sich dem weiblichen Geschlecht zugehörig gefühlt haben und den entsprechenden Wunsch nach Geschlechtsangleichung formuliert haben. Das Ganze ist gekippt innerhalb der letzten 10, maximal 15 Jahre. Das heißt, innerhalb einer verhältnismäßig kurzen Zeit hat sich das ins Gegenteil verwandelt. Wir sehen heute deutlich mehr biologische Mädchen, die Jungen sein wollen. Und zwar in einem Verhältnis von rund 70, 75 bis 80% Mädchen gegenüber entsprechend 30, 25, 20% Jungen. Wie erklären Sie sich das? Ich habe eigene Hypothesen dazu. Das heißt, es sind erstmal auch Vermutungen. Das müsste man jetzt versuchen. Also es ist schwierig, diese Frage oder die Beforschung derselben zu operationalisieren, also dafür ein richtiges Forschungsdesign zu finden. Aber gleichwohl wäre das jetzt der Auftrag an die Wissenschaft. Da muss ich auch wieder ein bisschen weiter ausholen. Wir wissen in der Jugendpsychiatrie oder noch allgemeiner in der Jugendmedizin, das wissen auch Kinderärzte, dass der Anteil der Mädchen, die mit Eintritt in die Pubertät Schwierigkeiten entwickeln in der Akzeptanz ihres sich reifungsbedingt unter dem Einfluss der Hormone verändernden Körpers, dass der deutlich höher ist als der Anteil der Jungen. Das lässt sich auch beziffern, da gibt es Untersuchungen. Wenn man das zunächst mal konkretisiert, was ist denn der Eintritt der Sexualreife beim Mädchen? Das ist die erste Menstruation, die Menarche. Also das Auftreten der Periode. Das fällt in unserem Breitengraden im Mittel so auf das Alter 12,5, 12,6 Jahre. Die Reaktion von rund 50% der Mädchen auf die erste Menstruation ist eindeutig negativ, aversiv, was nachvollziehbar ist, insofern, weil es ja nicht selten auch mit körperlichen Beschwerden einhergeht. Weitere 25%, nee, entschuldigen Sie, ich muss mich korrigieren. Wir wollen genau bleiben. Die Prozentzahl, die ich gerade genannt habe, von den Mädchen, die das eindeutig aversiv wahrnehmen, war mit 50% zu hoch angesetzt. Sie liegt bei rund einem Drittel. Weitere 25% beschreiben ihre Erfahrungen im Zusammenhang mit der Menarche immerhin als ambivalent. Und in Summe, ein Drittel plus ein Viertel, kommt man dann auf über 50% der Mädchen, die sagen, also die Pubertät, das und speziell die Menarche, das ist mir maximal unangenehm. So, bei den Jungs ist das ganz anders. Bei den Jungs ist der Anteil derjenigen, die das aversiv erlebt, den Eintritt in die Pubertät, mit gerade mal 4% deutlich, deutlich niedriger. So, was ist das Pendant zur Menarche des Mädchens? Das ist den meisten vielleicht auch nicht so klar oder man kommt nicht so gleich drauf. Es ist die Ejakulation. Die Ejakulation ist der erste Samenerguss, die erste Ejakulation. Wann, in welchem Zusammenhang tritt das auf? Nun, in den meisten Fällen im Rahmen der Selbstbefriedigung.
Ja, es gibt auch diesen berühmten feuchten Traum, aber selbst der ist meistens positiv besetzt, weil er mit entsprechenden positiven erotischen Fantasien einhergeht, vor allen Dingen aber eben mit diesem angenehmen körperlich-sinnlichen Erleben des Orgasmus. Das heißt, die Ejakulation, um es mal auf den Punkt zu bringen, die liefert dem Jungen den Orgasmus frei Haus, während Mädchen, jugendliche Mädchen, ihre Orgasmusfähigkeit oder das Erleben ihrer sexuellen Empfindsamkeit sich meistens erst noch, das klingt ein bisschen bescheuert, aber erarbeiten müssen. Anders formuliert, die machen orgiastische Erfahrungen häufig erst im weiteren Verlauf ihrer Entwicklung, manchmal erst im frühen Erwachsenenalter, manchmal erst noch später. Das ist ein fundamentaler Unterschied. Also allein daran könnte man das jetzt festmachen, dass offensichtlich mit diesem kleinen Unterschied doch ganz erhebliche Unterschiede verbunden sind. Jetzt kann man und sollte man ja vielleicht aber auch darüber nachdenken, was gibt es denn für unterschiedliche psychosoziale Rahmenbedingungen in unserer Gesellschaft? Also wie fühlt sich das an, wenn ich als Junge in die Pubertät eintrete? Wie fühlt sich das an, wenn ich als Mädchen in die Pubertät eintrete? Womit bin ich dann konfrontiert? Womit muss ich mich auseinandersetzen? Damit, dass das entsprechende Reaktion der sozialen Umwelt hervorruft, dass mir als Mädchen, obwohl ich mich noch gar nicht dazu bereit fühle, entsprechende Angebote unterbreitet werden. Das ist bisweilen gar nicht sexuell übergriffig im eigentlichen Sinne. Das sind vielleicht Komplimente, die mir gemacht werden oder die Tatsache, dass mir jemand hinterherpfeift. Das passiert Jungs in der Regel eben nicht, dass sie an der Baustelle vorbeilaufen und die Arbeiter irgendwas rüberrufen. Das ist jetzt nicht für jedes Mädchen, nicht für jede Jugendliche eine Katastrophe, ganz sicher nicht. Für manche ist es aber eben doch unangenehm, weil sie zwar körperlich, was ihre somatosexuelle Entwicklung anbetrifft, sprich die Reifung, pubertäre Reifung, schon weit fortgeschritten sind, aber in ihrer sozioemotionalen oder psychosexuellen Entwicklung deutlich hinterherhinken. Und dieser Gap, diese Diskrepanz zwischen wie weit ist der Körper und wie weit ist die Psyche, ist in diesem Alter bei Mädchen, weil sie eben früher in die Pubertät kommen, deutlich ausgeprägter als bei Jungs. Noch einfacher ausgedrückt, die meisten Jungs begrüßen den Eintritt des ersten Samenergusses mit einer jubilatorischen Geste. Endlich werde ich zum Mann. Das stellt sich für Mädchen doch anders dar. Diese ganze Herausforderung der Integration der eigenen Sexualität ist für Mädchen eine größere als für Jungs. Das hat auch evolutionsbiologische Ursachen. Auf die möchte ich aber nicht eingehen an der Stelle, weil das macht es jetzt vielleicht noch schwerer verständlich. Es lehrt aber auch die Alltagserfahrung, dass das so ist. Und es lassen sich auch Belege dafür anführen, dass nämlich, und jetzt komme ich wieder auf die Erfahrung zurück, die ich als Kliniker mache, in meinem Fach als Kinder- und Jugendpsychiater, die Jugendpsychiatrie sich dadurch auszeichnet, dass wir deutlich mehr Mädchen sehen, weibliche Jugendliche. In der Kinderpsychiatrie ist das anders. Also in diesem Altersbereich sind es deutlich mehr Jungen, die vorgestellt werden. Es hat auch zu tun mit der differenten Verteilung von Störungsbildern auf Jungs und Mädchen und die unterschiedlichen Altersgruppen. Und jetzt sind wir wieder angelangt bei dem Aspekt, dass jugendliche Mädchen
zum Beispiel erkranken können an einer anorektischen oder bulimischen Essstörung. Das trägt dazu bei, dass die Zahl der Mädchen, die in der Jugendpsychiatrie behandelt werden, deutlich steigt. Aber es sind auch andere. Wir sprechen von internalisierenden Störungen, Depressionen, Angsterkrankungen, auf deren Konto das maßgeblich zurückgeht. Also wenn ich es mal so ein bisschen zusammenfassen darf, dann ist es so, dass für Mädchen der Übergang ins Erwachsenendasein durchaus als unangenehmer empfunden werden kann als für Jungs. Sie bringen es auf den Punkt, ja. Man kann es auch viel einfacher sagen, das haben Sie jetzt gemacht, ja. Dankeschön. Aber denken wir von dort aus mal weiter. Also, Sie sind ja selber Vater von zwei Töchtern. Wie sollen Eltern eigentlich damit umgehen und was können die dann machen, richtigerweise machen, wenn das Kind oder die Kinder eines Tages kommen und sagen, Mama, Papa, also irgendwie passt das hier nicht. Ich fühle mich nicht wohl als Junge, als Mädchen. Irgendwas stimmt hier nicht. Was raten Sie Eltern da? Also zunächst mal, dass Sie sehr gründlich zuhören und ja, dass Sie das durchaus auch ernst nehmen. Und dass Sie sich also mit Ihren Kindern hinsetzen und versuchen, das ein bisschen besser zu verstehen. Das heißt, auch den Kindern oder Jugendlichen dabei helfen, also sie daran zu unterstützen, das besser einordnen zu können. Also im Einzelfall danach zu fragen, was genau meinst du denn jetzt damit? Oder woran machst du das fest? Was bedeutet das überhaupt für dich, Mädchen zu sein oder Junge zu sein? Und was verbindest du mit diesem Wunsch, nicht Mädchen zu sein oder nicht Junge zu sein? Also was sind die Motive oder die Hoffnungen, die damit verbunden sind, in der jeweils anderen sozialen Geschlechtsrolle zu leben? Welche realen oder vermeintlichen Benachteiligungen hast du erlebt? Also kurzum, was veranlasst dich dazu, das jetzt hier zu sagen? Ja, ein grundsätzlicher Fehler, den man machen kann, das hatte ich ganz am Anfang schon mal gesagt, dass man allzu frühzeitig eine Festlegung trifft und dass man geschlechtsatypisches Rollenverhalten oder auch ein nur passagier bestehendes Gefühl des Unbehagens gleichsetzt mit, okay, das ist eine transsexuelle Entwicklung. Das ist automatisch jetzt so, unweigerlich. Nein, das ist es eben nicht, sondern da gilt wieder das zuvor Gesagte, da muss ganz genau differenziert werden, muss ganz genau überprüft werden, ist es wirklich zeitlich überdauernd und profund, sehr ausgeprägt, oder ist das nur eine temporäre Geschlechtsidentitätsunsicherheit, die gerade in bestimmten sensiblen Entwicklungsphasen, also Altersabschnitten, durchaus auch sein darf, mithin sogar vielleicht, ich will nicht sagen normal ist, aber zumindest nachvollziehbar. Also wenn wir jetzt nochmal darauf zurückgreifen, was wir gerade besprochen haben, diese Auseinandersetzung mit dem sich verändernden Körper, das ist eben für nicht wenige Jugendliche und insbesondere weibliche Jugendliche auch ein schmerzhafter Prozess. Das klingt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber da gilt es immer auch ein wenig Trauerarbeit zu leisten. Bei allem Vorteil, was Entwicklung und Fortschritt und das Erwachsenwerden ja auch mit sich bringt, Trauerarbeit zu leisten, weil ich muss auch altbewährtes und mir liebsames zurücklassen. Ich muss mich verabschieden aus dem Paradies der Kindheit. Ich muss, klar, ich gewinne neue Privilegien hinzu, aber andere Privilegien muss ich abschütteln. Von denen muss ich mich verabschieden. Im wahrsten Sinne des Wortes Ja. neuer Lebensabschnitt.
Im wahrsten Sinne des Wortes ein neuer Richtig, ein Lebensabschnitt, habe ich neuer. gesagt. Richtig, ja. Herr Dr. Korte, Naja, und ja. was wir ja wissen, dass es wirklich auch eine krisenhafte Situation ist, der Eintritt in die Pubertät, der nicht selten begleitet wird durch ganz erhebliche Selbstwertkonflikte, auch unabhängig jetzt von Komplexen mit dem eigenen Körper. Es werden ganz existenzielle Fragen aufgeworfen, Fragen des, wer bin ich und wer soll ich denn sein? Was soll ich denn werden? Und das ist eben schon eine Menge an Herausforderung und Anforderung, der Jugendliche ausgesetzt sind. Und in einer solchen Phase wundert es nicht, dass sie auch in solchen Fragen wie der geschlechtlichen Selbstkategorisierung bisweilen ins Schlittern geraten, weil die Balance verlieren. Wohlgemerkt, es geht jetzt nicht darum, es zu banalisieren, zu bagatellisieren, es vom Tisch zu wischen, aber es zunächst mal auch zu reframen als etwas, was so ungewöhnlich für viele gar nicht ist in dieser Phase. Eine Unsicherheit zu erleben. Und da geht es häufig, wenn ich das noch sagen darf, aber nicht primär um einen wirklichen Geschlechtsidentitätskonflikt, sondern A, um einen Altersrollenkonflikt. Das habe ich vorhin deutlich gemacht an diesem Diskrepanzerleben von insbesondere weiblichen Jugendlichen. Und B, um Fragen der sexuellen Identität. Das ist nicht das gleiche wie geschlechtliche Identität. Das heißt, es geht hier um den Zweifel, bin ich als Junge männlich genug oder als Mädchen weiblich genug? Genüge ich den Ansprüchen und Anforderungen, wie ich als Mädchen oder als Junge zu sein habe, vor allen Dingen aber auch, wie ich auszusehen habe, sprich dem gesellschaftlichen Schlankheits- und Schönheitsideal und vieles mehr. Wir haben jetzt viel geredet über die Ursachen, wir haben gesprochen über die Behandlungsmöglichkeiten. Lassen Sie uns mal ein bisschen reden über die gesetzlichen Ist-Zustände, sage ich mal. Es gibt momentan ein Transsexuellen-Gesetz. Es wird derzeit dafür gekämpft, dass das abgelöst wird durch ein Selbstbestimmungsgesetz. Vielleicht können Sie mal kurz erklären, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen beiden? Was muss man bisher durchlaufen, rein rechtlich, um die empfundene Identität anzupassen? Und was ist künftig dann angedacht? Ja, also wir haben in Deutschland das sogenannte Transsexuellengesetz, abgekürzt TSG. Das ist als solches erlassen worden, vorbereitet worden in den 70er Jahren und erlassen worden dann, ich glaube 1981, ich müsste jetzt gerade nochmal nachgucken. Und das verlangt von Betroffenen, die sich einer Vornamens- und Personenstandsänderungen unterziehen wollen, dass sie sich einer Begutachtung aussetzen, und zwar von zwei unabhängigen Sachverständigen. Was ich sage es gleich vorweg, erstens für sinnvoll und zweitens für zumutbar befinde. Vom Gericht, also das funktioniert so, dass jemand einen Antrag beim zuständigen Verwaltungsgericht stellt. Der vom Gericht bestellte Gutachter oder die Gutachterin muss bestimmte im Gesetzestext vorgegebene Fragestellungen beantworten, nämlich dass der Antragsteller sich seit mindestens 3 Jahren, also es geht um ein Zeitkriterium, bereits dem anderen Geschlecht zuordnet und das mit hoher Wahrscheinlichkeit.
Solche Details sind dabei jetzt durchaus entscheidend. Es steht da nicht mit absoluter Sicherheit, sondern mit hoher Wahrscheinlichkeit, sich dieses Zugehörigkeitsempfinden in der Zukunft nicht mehr verändern wird. Und dass infolgedessen oder auf Grundlage dessen zu befürworten ist, dass diesem Antrag stattgegeben wird. Was jetzt die Ampelkoalition möchte oder konkret Gegenstand des sogenannten Entwurfs eines Selbstbestimmungsgesetzes war, eingebracht in den politischen Diskurs oder vorgelegt zur Abstimmung auch im Deutschen Bundestag von den in der vorausgegangenen Legislaturperiode Oppositionsparteien Bündnis 90, die Grünen und FDP. Die FDP hat einen fast deckungsgleichen Gesetzesentwurf vorgelegt wie Bündnis 90, die Grünen. Dass ab dem Alter von 14 ein jeder und eine jede selbst über den Geschlechtseintrag bestimmen darf, ohne eines entsprechenden Begutachtungsprozederes. Und das halte ich in mehrfacher Hinsicht für problematisch oder diskussionswürdig. Vorrangig deshalb, weil ich eben nicht davon überzeugt bin, dass grundsätzlich ein Mensch im Alter von 14 die entsprechende Entwicklungsreife mitbringt, um über eine solche durchaus folgenreiche Entscheidung autonom, ja, das ist jetzt eine Doppelung, zu entscheiden, also ein Urteil zu fällen. Also die Eltern sind in dem Moment völlig raus, ab 14. Das kann auch, ja, also ab dem Alter von 14 kann das auch gegen den Widerstand oder den Einspruch der Eltern erfolgen. Die Zustimmung der Eltern, also der Sorgeberechtigten, kann dann ersetzt werden durchs Familiengericht. So sieht es der Gesetzesentwurf vor. Was in dieser ganzen Diskussion um den Gesetzesentwurf meistens unter den Tisch fällt oder verschwiegen wird, ist, dass in dem Gesetzesentwurf von Bündnis 90 Die Grünen in Paragraphen 2 noch eine weitere Forderung erhoben wird, nämlich die komplette Selbstbestimmung bei der Entscheidung über die Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen. Das heißt im Klartext, ab dem Alter von 14 soll zukünftig ein jeder Jugendlicher, eine jede Jugendliche auch gegen den Willen ihrer Eltern über die Einleitung einer medizinischen Transitionsbehandlung entscheiden können, sprich die Einleitung einer geschlechtsangleichenden Therapie in Form von Hormonen oder gegebenenfalls sogar Operationen. Operation dann schon bei Das heißt, Minderjährigen? bitte? Operation dann schon bei Minderjährigen oder dann erst ab 18? Das ist da jetzt nicht so explizit ausdifferenziert. Das bleibt da erstmal offen. Was ich aber für grundsätzlich falsch halte, ist diese Kopplung von juristischer und medizinischer Transition. Und die hatten wir eigentlich mit bestimmten Revisionen, die zu Recht vorgenommen worden sind beim TSG, also beim transsexuellen Gesetz, eigentlich schon überwunden. Diese Kopplung. Da muss ich ein bisschen ausholen. Es war früher so, dass sich die Antragsteller, die eine Vornamens- und Personenstandsänderung erreichen wollten, äußerlich zwingend dem anderen oder dem gewünschten Geschlecht angeglichen haben mussten. Auch insofern, als dass sie sich einer Operation unterzogen haben mussten und sie mussten dauerhaft fortpflanzungsunfähig sein. Das hat das Bundesverfassungsgericht als rechtsfehlerhaft erkannt und gerade diese Regelung ist gekippt worden.
Das heißt, letztlich eigentlich aber auch nichts anderes, dass das Bundesverfassungsgericht nochmal, wie ich finde, zu Recht darauf hingewiesen hat, das eine hat mit dem anderen zunächst mal nichts zu tun. Also lasst uns das unabhängig betrachten. Ein jeder und eine jede kann seinen, ihren Personenstands- und Vornamen wechseln, ohne dass man ihr abverlangen darf, sich notwendigerweise auch geschlechtsangleichend operieren zu lassen. Und was die Grünen da jetzt zusammengeschustert haben, ist in diesem Punkt eigentlich wieder ein Rückschritt, indem das eine mit dem anderen gekoppelt wird. Und jetzt muss man sich natürlich darüber im Klaren sein oder als Frage formuliert, was hat das denn für Auswirkungen, wenn schon bei Minderjährigen ein solcher Personenstandswechsel auf dem Wege eines einfachen Verwaltungsaktes gleich mal so durchgewunken wird. Ich spreche in dem Zusammenhang immer von der normativen Kraft des Faktischen. Das bleibt natürlich nicht folgenlos. Das macht etwas mit dem Jugendlichen. Das macht auch was mit der sozialen Umwelt. Das heißt, der Druck, der real ausgeübt wird in einer Gesellschaft mit entsprechenden normativen Vorstellungen. Und der Druck, der als solcher empfunden wird, auch der innere Druck bei dem Jugendlichen oder der Jugendlichen, wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in dem Moment weiter steigen, wo die juristische Geschlechtsangleichung, sprich Vornamens- und Personenstandsänderung, vollzogen ist. Wo also ich das ja schriftlich habe, mit Brief und Siegel, offiziell, ich bin ein Angehöriger des anderen Geschlechts. Es ist naheliegend, oder das sagt einem der gesunde Menschenverstand, dass gerade Minderjährige in dem Moment denken, also hier steht es ja, und dann ist es doch wohl so, dass ich mich jetzt auch den medizinischen Maßnahmen unterwerfen oder sie in Anwendung bei mir bringen lassen möchte, sollte. Das sind die Bedenken, die ich dabei habe. Um mal kurz zurückzugreifen. Überdies kann man ganz, man kann und muss auch mal ganz grundsätzlich darüber nachdenken, ob es denn die Pflicht des Staates ist und sein kann, seinen Bürgerinnen und Bürgern zu attestieren, dass sie vom anderen Geschlecht seien. Also ist es Pflicht des Staates, das subjektive Geschlechtsidentitätsempfinden als solches dadurch aufzuwerten, dass der Staat sagt, na gut, okay, dann ändern wir deinen Eintrag im Personenstandsregister. Das müsste ja gar nicht so sein. Um es vielleicht etwas provokativ zu sagen, ist es Pflicht des Staates, mich darin zu bestätigen, dass ich eine andere Augenfarbenidentität habe. Also ich habe grüne oder grün-blaue Augen, und wenn ich jetzt sage, nein, ich bin braunäugig, weil das passt auch besser zum Rest meiner Familie, Klammer auf, das wäre tatsächlich so, Klammer zu. Und jetzt möchte ich, dass das in meinem Personalausweis geändert wird. Also es ist, wenn man es in dem Lichte betrachtet, schon auch eine ziemlich groteske Angelegenheit. Selbstbestimmungsgesetz ist auch insofern ein Etikettenschwindel, weil es aus meiner Sicht nicht nur und gar nicht in erster Linie um die Selbstbestimmung geht, sondern es geht in vielen Teilen um Fremdbestimmung. Die Betroffenen möchten, dass ihnen von der Außenwelt die Richtigkeit ihres subjektiven geschlechtsbezogenen Identitätsempfindens bestätigt wird. Also etwas,
etwas schärfer formuliert. Nee, anders angesetzt. Teil der Forderung im Selbstbestimmungsgesetz ist ja auch das sogenannte Offenbarungsverbot. Das heißt, es würde dann, wenn das so beschlossen werden würde, zukünftig auch geahndet werden, wenn jemand eine transsexuelle Person als transsexuell erkennt und bei ihrem Deadname, mit ihrem Deadname anspricht oder das zumindest öffentlich macht und transparent macht. Und das ist jetzt natürlich mit Blick auf Freiheitsrechte und das Recht der freien Meinungsäußerung schon auch problematisch. Das heißt, wir sehen uns hier auch komplizierten juristischen Fragestellungen konfrontiert. Es wird ja auch nicht ganz billig, ne? Also wer dagegen verstößt, das war zumindest der letzte Text, den ich noch im Kopf hatte, für den sind bis zu 2.500 € fällig. Herr Dr. Korte, was bedeutet das dann für künftige Debatten über das Thema, gerade auch im Netz, wo es ja ganz gern mal hochemotional bei dem Thema Trans zugeht, wie jetzt auch zuletzt der Fall der grünen Politikerin Tessa Ganserer gezeigt hat? Naja, es steht natürlich zu befürchten, dass das weiter eskaliert und dass eine unaufgeregte Diskussion über diese Themen zukünftig dann umso weniger möglich sein wird. Also die ganze Debatte ist, wie Sie richtig gesagt haben, ja jetzt schon ideologisch hochgradig aufgeladen. Und ich sehe eine Hauptschwierigkeit darin, dass es schon nicht mehr gelingt, sich zunächst darüber zu verständigen, worüber sprechen wir jetzt überhaupt. Und da sind wir wieder bei dem Punkt der Begriffsverwirrung und Begriffsverschiebung. Die unterschiedlichen Diskursteilnehmer meinen ja jeweils etwas ganz anderes und bringen das dann gegeneinander in Anschlag und das kann nicht funktionieren. Wenn Mediziner oder Naturwissenschaftler von Geschlecht sprechen, dann beziehen sie sich auf die einzig gültige Definition, aus wissenschaftlicher Sicht einzig gültige Definition von Geschlecht. Und da ist Geschlecht ein klar umrissener Begriff. Das Problem ist jetzt, dass dieser klar umrissene Begriff und die damit verbundene Bedeutung dadurch verkompliziert wurde, verfälscht wurde, erweitert wurde, aber in einem verwirrenden Sinne erweitert wurde um psychologische und soziale Konzepte oder Überlegungen. Das eine ist aber nicht das gleiche wie das andere, logischerweise. Und so sprechen die unterschiedlichen Diskutanten stets aneinander vorbei. Sie haben den Fall von Tessa Ganserer angesprochen, die sich ja höchst verdienstvoll eingesetzt hat für Belange des Umweltschutzes oder der Verkehrspolitik oder Landwirtschaftspolitik, wie auch immer, im Bayerischen Landtag, weswegen ich ihr erstmal auch Respekt zollen möchte. Und die sich in ihrer politischen Arbeit jetzt aber entschieden hat, die Schwerpunkte etwas anders zu setzen und aus meiner Sicht tatsächlich ein wenig verstiegen hat, in dem, wenn auch nachvollziehbaren Wunsch, als Frau anerkannt zu werden, so angesprochen zu werden und auch den Rechtsstatus zu haben, bevor bei ihr aber eine Personenstands- und Vornamensänderung nach dem transsexuellen Gesetz durchgeführt worden ist. Und das ist natürlich problematisch, weil sie streng genommen eben gegen die geltende Rechtsordnung verstößt. Frau Tessa Ganserer, ich
nenne sie gerne Frau Tessa Ganserer, weil sie so gesehen werden möchte. Und auch das ist für mich eine Frage des Respekts. Ist biologisch männlich und sie ist eine Mann-zu-Frau-Transsexuelle. Jetzt sind wir eben genau bei dem strittigen Punkt. Sind Frau-zu-Mann-Transsexuelle Frauen, in Anführungsstrichen ganz normale Frauen? Naja, und die Frage kann natürlich gar nicht anders beantwortet werden als nein, sind sie nicht. Sie sind transsexuelle Frauen. Und als solche haben sie die gleichen Rechte, nicht diskriminiert zu werden, die gleichen Rechte zu partizipieren, die gleichen Rechte der Selbstentfaltung, Entfaltung der Persönlichkeit. Das steht völlig außer Frage. Das Problem ist eben, dass diese Verwechslung immer wieder eintritt. Wenn ich rechtlich nach dem transsexuellen Gesetz, nach einer entsprechenden Begutachtung, im Personenstandsregister als Frau eingetragen bin, dann bin ich das rechtlich, ja, aber ich bin es deswegen trotzdem nicht biologisch. Das ist eigentlich relativ einfach zu verstehen. Und wenn ich aber noch nicht mal dieses Prozedere, das ja einen Sinn hat, bei dem sich der Gesetzgeber ja etwas gedacht hat, durchlaufen habe und trotzdem im Bundestag sitze und da als Frau sitze, dann ist das schwierig. Aus meiner Sicht. Ja, vielleicht mal die Frage zum Schluss, Herr Dr. Korte. Gerade auch angesichts der Tatsache, wie hoch emotional die ganze Debatte geführt wird. Was würden Sie sich denn für künftige Diskussionen in dem Bereich wünschen? Zunächst mal als unverzichtbares Intro einer jeden Diskussion, dass festgelegt wird, worüber sprechen wir jetzt. Zweitens, dass man sich zuhört, dass man davon absieht, vorwiegend ideologisch motiviert zu diskutieren und entsprechende Positionen zu vertreten. Also ich wünsche mir einen unaufgeregten, sachlichen, sachbezogenen Diskurs, eine Rückkehr auf die Inhaltsebene. Ich habe allerdings Grund zur Annahme oder zur Besorgnis, dass die Gegenseite, sage ich jetzt mal, daran nicht sonderlich interessiert ist. Sondern es gibt entsprechende Strategiepapiere der Transgender-Bewegung, das können Sie nachlesen, wo eindeutig die Empfehlung ausgesprochen wird, diesen Diskurs eben nicht wissenschaftlich sachlich zu führen, sondern das Ganze zu verschieben oder daraus eine Frage der Menschenrechte zu machen. Erstens. Und zweitens, es gibt, und das halte ich für besonders gefährlich, dezidiert die Empfehlung, mit personenbezogenen Angriffen, Anwürfen, Diffamierungen, also über den Weg, die Ellenbogen auszufahren, sich Gehör zu verschaffen. Und das entspricht natürlich überhaupt nicht meinen Vorstellungen von demokratischer Debattenkultur. Eine Tendenz, die wir leider Gottes ja auch in unserer Gesellschaft, in unserer Demokratie ja auch auf anderen Gebieten zur Kenntnis nehmen müssen. Herr Dr. Korte, dann hoffen wir, dass sich die Debattenkultur in Zukunft entemotionalisiert, sachlicher wird. Und ich bedanke mich ganz, ganz recht herzlich für das Gespräch und für Ihre Zeit. Gerne. Tja, und jetzt seid ihr dran. Wie hat euch das heutige Video gefallen und wen würdet ihr gerne mal hier als Gast sehen? Lasst es mich doch bitte wissen unten in den Kommentaren. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich tierisch freuen über einen Daumen nach oben, wenn ihr den Kanal abonniert und dabei bitte nicht vergessen, die kleine Glocke zu aktivieren, damit ihr immer auf dem neuesten Stand seid, sobald wieder ein neues Video erscheint. Ich bedanke mich schon mal ganz recht herzlich im Voraus und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.